Hallo, die Dame. Guten Tag. Wie geht's dir? Gut, danke schön selber. Mir geht's auch gut, gut bis jetzt. Wir haben uns schon mal getroffen. Genau. Und zwar war das, glaube ich, auch hier, gell? Genau, vor 2 Jahren auch am Red Bull Ring. Da sind wir super Trofeo gefahren, oder was war das? Das sind bei mir mitgefahren. Das war einer der schönsten Tage meines Lebens. Schlimmsten oder schönsten? Schönsten, schönsten. Schönsten. Du hast auch schöne Augen, das habe ich beim letzten Mal, glaube ich, auch gesagt. Das ist so ein blau-grün-gelb in der Mitte ein bisschen. Wie Naruto. Kennst du Naruto? Nee. Egal, scheiß drauf. Okay, also, wir werden heute wieder ein Video zusammen drehen. Wir fahren heute nicht Lambo. Nee. Wir fahren mein Auto. Also mein du Auto. Fährst mein Auto. Ja. Und ich mach's natürlich nicht kaputt. Wir haben Spaß. Ja, wir haben Spaß. Ja. Also ich meine, du bist Rennfahrerin. Ich brauche mir echt keine Sorgen machen, oder? Nein, natürlich. Was fährst du jetzt nochmal? Was für Rennen? Langstrecke hauptsächlich. Also Le Mans, 24-Stunden-Rennen von Le Mans. So das größte Rennen weltweit. Und du warst, nicht dass ich mich täusche, du hast mal ultra den kranken Unfall gehabt, gell? Genau. Wo das Auto so durch die Luft geflogen ist. Hier im Übrigen, jetzt habt ihr es einmal gesehen. Vor allem auch mit diesem Soundeffekt. Ja, ja. Also wirklich, das sah ja wie so ein... Nee, nee, aber ja, genau. Also ist eigentlich lustig, aber... Nee, aber das war ich ja. Das ist ja alles wieder aber okay. Hast du dich damals verletzt? Ja, ich hatte 2 Wirbel gebrochen und das Rückenmark gequetscht, so ein 50%. Aber ich bin da und ich kann alles machen und die Ärzte haben einen super Job. Das ist crazy, aber du bist einfach geflogen mit einem Auto. Ja, schon abgehoben. Aber kannst du dich daran erinnern, wie das war? Ja, ich weiß noch alles. Hast du dann in der Luft so, also hast du noch die Gedanken in der Luft, wie du mit dem Auto geflogen bist? Ja, aber ich weiß wirklich noch alles. Aber das passiert ja so schnell, dass du es gar nicht mitbekommst. Also wenn du mit 280 irgendwo reinfliegst, dann ist 280? Ja. Alter, da hast echt Glück gehabt, gell? Ja. Also du hast jetzt aber nicht gedacht, jo, okay, das ist jetzt scheiße, als ich in der Luft bin, sondern es ging halt sehr schnell wahrscheinlich, gell? Ja, voll schnell. Du wartest ja eigentlich nur, bis das Auto irgendwann wieder steht. So. Und das war dann auch irgendwann der Fall. Ich wusste gar nicht, dass ich geflogen bin. Also als ich erst das Video gesehen habe, habe ich gewusst. Also davor habe ich es gar nicht realisiert. Okay, das machen wir aber heute halt dann eher nicht, oder? Nein, okay. Heute bleiben wir auf dem Boden. Heute bleiben wir auf dem Boden. Gut, dann gebe ich dir jetzt meinen Schlüssel. Kurze Meinung zu dem Auto. Wie findest du es? Also ich liebe ja Porsche über alles. Und GT3, die ganzen 991, das sind alle mega. Macht mega viel Spaß und für die Rennstrecke. Ich meine, es ist ein Straßenauto, aber du kannst halt auch auf so einer Rennstrecke Spaß. Ja, voll, das ist schon cool, ja. Bist du schon gefahren vorher? Ja, ja, ich bin schon gefahren, ja. Ich glaube, du hast mich auch überholt. Jetzt bin ich täuscht, ja. Ja, okay. Wir überholen jetzt andere Autos, oder? Okay, gut. Und die denken dann, dass ich das nämlich bin, weil das ist ja mein Auto, weißt du, ich meine? Da kann ich die nachher anflexen und kann sagen, jo, guck mal, wie langsam ihr alle seid. Okay, also Freunde. Sophia fährt jetzt mein Auto. Ich setze mich hier rein. Ich weiß jetzt nicht, ob ich Angst haben soll oder nicht, aber ich meine, die ist Rennfahrerin. Also wenn jemand Auto fahren kann, dann sie. Ja, wenn man ins Auto ansteigt, dann ist manchmal so eine Stille und das kann man mit Smalltalk bewältigen. Wie stehst denn du zu Pinguine? ja, ich habe leider noch nie welche echt gesehen. Smash or Pass? Smash? Ja, würde ich auch sagen. Pinguine sind attraktiv. Safe. Okay, gut. Die Klappen müssen wir aber aufmachen, oder? Gut. Wie viel oder wann hast du angefangen, Rennen zu fahren? Als ich 4 Jahre alt war. Als du 4 Jahre alt warst? Ja. Alter. Wie viele Punkte hast du? Keinen. Gar keinen Punkt? Nee, ich bin anständig. Hast du Führerschein damals beim ersten Mal geschafft? Ja, na klar. Ich nicht, ich bin über Rot gefahren damals. Nein. Ja, ja, doch. Wie ist das mit Männern bei dir? Also, wenn du jetzt einen Mann kennenlernst, ja. Hast du dann so Struggles, weil du dann sagst, nee, ich fahre jetzt irgendwie Auto, nicht du. Und du sitzt auf dem Beifahrersitz oder ist es dann irgendwie nee, also eigentlich vertraue ich immer jedem so. Ja? Nur, also derjenige muss Auto fahren können. Wenn der nicht Auto fahren kann, dann wird es sowieso nichts. Würdest du bei mir mitfahren, wenn ich... Ja, ich vertraue dir. Wenn du da nicht kannst, würde ich schon sagen, steig aus, ich fahre. Also. Ja, okay, ja. Auf der Rennstrecke jetzt vielleicht nicht, aber mehrere andere legen irgendwie Wert auf Aussehen. Also ich auch, aber so das Erste ist erstmal, kann derjenige Auto fahren. Wirklich? Ja, schon. Wenn du jetzt, wie, wenn du jetzt einen Typen kennenlernst, bei dem alles passt und er kann kein Auto fahren, dann würdest du sagen, nee. Also keine Ahnung, wenn das jetzt Tom Cruise oder Leonardo DiCaprio wäre, dann vielleicht nicht, aber sonst voll. Also ich würde Räder ja durch. Wenn echt da jetzt? Jemand 28 bei 30 fährt, drehe ich nicht. Ja, aber da drehe ich auch am Rad, sag ich dir ganz ehrlich. Oder so, keine Ahnung, erstmal 10 Schulterblick gemacht. Deswegen habe ich damals meine Führerscheinprüfung verkackt, weil ich habe mich so in dieses Schulterblick-Ding reingesteigert irgendwie. Und dann habe ich die Ampel nicht mehr gesehen, weil ich so oft nach hinten geguckt habe. Besser, wenn wir nach vorne schauen hier. Wieso geht denn jetzt hier nichts weiter? Jetzt müssen wir uns die ganze Zeit auf Krampf unterhalten, damit keine unangenehme Stille ist. Weißt du, ich meine, was ist das hier für ein Schlauch? Ach so, das ist zum Trinken. Das ist das Radio und das Trinken. Und von, und wie? Also normalerweise stecken hier die Kopfhörer drin. Ja. Und dann wird das eingeplackt. Dann ist das zum Kommunizieren mit dem Team, also Funk. Aha. Und da hier irgendwo ist... Da trinkst du dann dadurch? Ja, genau. Da ist Wasser. Das
du ihn da wieder eingepackt und dann ist da eine Wasserflasche drin. Crazy. Was, wenn du dich verschluckst? Ja, das wäre ungut. Ist mir aber schon mal passiert, also hab ich einen richtigen Hot-Hustenkrampf bekommen. Wie ist es mit auf Toilette gehen? Ja, das musst du eigentlich nicht. Das ist ja, keine Ahnung, wenn du hochkonzentriert bist, dann musst du, oder hast du auch keinen Husten mehr auf einmal und alles. Also gibt es da dann irgendwie so ein, wie, also ich habe damals viel Call of Duty gespielt, ich bin ehrlich zu dir. Ich hatte mal eine große Eisteeflasche in meinem Zimmer und wenn es halt, also wenn ich halt Sessions gemacht habe, dann... Und ist das nicht beim Auto auch so dann? Wir fahren jetzt! Okay, wir fahren. Okay, wir fahren jetzt, oh Gott. Ja, eine Runde reicht, oder? Oder zwei, dann sind die Reifen warm. Zwei. Ja, oh Gott. Ja, nee, aber ich muss sagen, die Unterhaltung bis jetzt sehr gut gelaufen. Oh, Bruder. Aber ich find's ja geil, wenn ich Beifahrer bin irgendwie. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, die Reifen sind aber kalt, gell? Oh, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, so bin ich vorhin nicht gefahren. Die Reifen sind auch kalt, oder? Ja, alles gut. Hast du keine Angst? Nein. Okay, okay, ich lass dich machen. Ich vertraue dir. Ja, ich vertraue dir. Du bist eine Rennfahrerin, Mogli, beruhig dich. Die weiß, was sie hier macht. Oh Gott, die weiß nicht, was sie hier macht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Alter, wir rutschen. Ja, machst du gut bis jetzt. Super. Oh Gott. Also ich weiß nicht, wie das durch die Kamera kommt, aber ich sag euch eins. Alter, der steht. Warum ist der so langsam? Also was ich gerade sagen wollte, durch die Kamera... Oh mein Gott, ich dachte gerade, wir fahren ins Kiesbett rein. Durch die Kamera sieht es vielleicht nicht so spektakulär aus, aber das ist wirklich sehr, sehr schnell, was sie hier gerade macht. Oh Gott! Die Reifen, Sophia, die Reifen, ja? Ja. Halt mich fest! Ja, ich halt mich, ich halt mich. Ich bin aber entspannt. Ja, ja. Oh mein Gott! Ja, jetzt überholen wir endlich ein Auto. Und dem reibe ich nachher unter die Nase, dass ich ihn überholt habe. Wir sind durch mit der ersten Runde. Gut. Machen wir noch eine, oder? Ja, klar. Okay. Boah, das ist so crazy, wie spät die bremst. Und vor allem, das Ding ist, die ist ja das Auto gar nicht gewöhnt. Also, du kennst das Auto ja eigentlich nicht, oder? Das ist krank, dass man sich da einfach reinsetzt und einfach genau weiß, wie, also wann man bremst, wie man das macht. Oh Gott. Oh mein Gott, bitte nicht. Ach, den werde ich auch unter die Nase reiben, dass ich überholt habe. Oh yeah! Was wollte ich gerade sagen? Stellt euch mal vor, ihr habt so eine Freundin. Bist du Single? Ich bin Single. Ja. Ja. Meldet euch. Ja. Wir haben gerade noch einen überholt. Und wie fährt er sich? Super! Oh Gott, das ist wirklich crazy. Das ist wirklich crazy, oh Gott. Alter. Was? Alles gut, ja? Das war wirklich sehr gut, muss ich sagen. War auch cool irgendwie, dass du mein Auto gefahren bist. Da fährst du auch so, ne? Na, ich fahre noch ein Stückchen besser, würde ich sagen, auch schneller. Also ich kann dir ein paar Tipps geben, deine Bremspunkte, die könntest du mehr auf den Scheitel legen, dass du den Winkel halt verkleinerst. Weißt du, ich meine? Jetzt weiß ja. Ich, wieso du kein Rennfahrer bist. Ja, ja. Und hier fährst du jetzt dann rechts rein in die Kurve, genau, und wieder raus, ja? Und laufen lassen, ja. Okay, gut. Du bist gut gefahren, muss ich sagen. Dankeschön. Dankeschön. Ich danke dir für die Erfahrung. Also, ich steig noch mal ganz kurz aus. Freunde, das war wirklich ein schönes Erlebnis schon wieder, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich fühle mich auch einfach sehr geborgen an ihrer Seite. Ich möchte dir danken für dieses wundervolle Erlebnis. War wirklich wieder schön mit dir. Immer wieder gerne. Ich habe dich das vorhin schon gefragt. Ich frage es aber nochmal. Wir tun so, als hätte ich das nicht gefragt, okay. Damit die Leute das wissen. Was für ein Auto fährst du privat? Also 911er GTS. Ein Porsche auch. Und jetzt tue ich so, als hätte ich es noch nicht gewusst, weißt du? Oh, cooles Auto. Gut, dann danke dir nochmal. Du musst jetzt wahrscheinlich weiter Rennen fahren. Genau, ich fahre jetzt wieder mal. Ich fahre jetzt vielleicht auch noch ein paar Ründchen. Ja, mach das. Aber nicht da bremsen, wo ich jetzt gebremst habe. Nee. Ja, ich mach langsam. Ich könnte das machen, so wie du, aber ich... Ja, vielleicht auch nicht. Nach Hause kommst mit dem Auto. Ja. Ich mach langsam. Vielen Dank dir. Tschüssi.